Дэйв, возьми. Ja, da, jetzt wird die Dienste passieren. Brauchen wir es aber. Na, hast du das nicht? Nee. Also wir haben zwei Netze. Echt? Ja, ja. Also die Hüte noch ein Netz. Er sagt, das sei das Wichtigste. Okay, ja dann. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Ich habe keine Ahnung von Wildnis und jetzt mache ich ausgerechnet einen Film über Sibirien. Ich verbinde mit dieser Gegend eigentlich nur Kälte, Kargheit und Einsamkeit. Wie kann man hier leben? Um das herauszufinden, reise ich mit Christoph Franzen, Russland-Korrespondent und Sibirien-Fan. Der Mann im blauen Jackett ist unser einheimischer Guide Slava. Das ist noch gar nicht. Dort in der Taiga gibt es viele davon. Die gleichen Insekten. Vielleicht schafft man es bis zur Hälfte der Strecke und bleibt dann stecken. Wegen des Hochwassers, weil es so viel regnet. Dann muss man warten, bis das Wasser wieder sinkt. Das sind alles Bergbäche, die Bergflüsse, die dann immer höher werden. Und dann müssen wir überall durch. Ja, und auf einmal kommst du nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Okay. Da kannst du. Wenn es gut geht, 2 Tage. Wenn es schlecht geht, bis zu 10 Tagen warten. Okay. Ja. Die Wolken über dem Hotel verheißen nichts Gutes für unser Abenteuer. Morgen werden wir die Stadt verlassen und in die absolute Wildnis reisen, zu Rentiernomaden am äußersten Rand Sibiriens. Wir befinden uns 5000 Kilometer östlich von Moskau in der Stadt Jakutsk. Von hier fahren wir 1200 Kilometer auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt in die Goldgräberstadt Ustnera. Von unserem Zielort Sassir soll ein Lastwagen kommen, der uns dort abholt. Dann geht es 200 Kilometer durch ein Gebiet ohne jegliche Straßen zu den Rentiernomaden. Mein Begleiter Christoph war schon mal in Sassir, einem der abgelegensten Orte Sibiriens. Für ihn war es eine der schönsten Drehreisen seiner gesamten Korrespondentenzeit. Er porträtierte den Nomadenjungen Christafor. Dabei erlebte er Momente, die ihn bis heute beeindrucken. Zum Beispiel Christafors Versuch, ein junges Rentier zu retten. Die Mutter wollte es nicht säugen. Gib ihm den Finger. Hauptsache ist, dass das Kleine endlich zu saugen anfängt. Ja, es saugt. Ein kleines bisschen. Alles Menschenmögliche wurde getan. Jetzt sollte die Natur entscheiden, ob das kleine Rentier überlebt. Eine Kindheit mit großer Verantwortung, aber auch großer Freiheit. Das hat Christoph beeindruckt. Er sagte mir, wenn ich mich für Sibirien interessiere, dann soll ich ihn begleiten. Zurück an diesen abgelegenen Ort. Er wolle sowieso wissen, wie es Christoph heute geht und ob das Leben dort immer noch so ursprünglich ist wie in seiner Erinnerung. Schon kurz nach der Stadt Jakutsk ist die Straße nur noch eine Schotterpiste. Russland ist so riesig, dass man sogar bei einem Inlandflug einen Jetlag bekommt. 11 Zeitzonen gibt es hier.
Vor 7 Jahren reiste Christoph bequem per Helikopter. Wir machen es wie die Einheimischen und fahren über Land, Sibirien total. Wie ist die Situation bei euch? Das Wasser kommt. Der Truck ist noch nicht losgefahren, oder? Nein, noch nicht. Unser Fahrer Sergei soll uns die 1200 Kilometer bis Ustnera bringen. Doch es ist nicht klar, ob wir von dort überhaupt weiterkommen. Seit 10 Tagen gibt es in der ganzen Region immer wieder starke Regenfälle. Wir sind unterwegs auf der Kolyma Road, der einzigen Straße, welche die Städte Magadan, Jakutsk und Ustnera verbindet. Die Straße wird auch Straße der Knochen oder Straße des Todes genannt, weil sie von Gulag-Häftlingen erbaut wurde. In den 30er Jahren, als sie hier Gold fanden, sobald sie wussten, es hat Gold, brauchten sie Straßen. Da brauchten sie billige Arbeitskräfte. Gulag. So wurden Straflager zur Stalinzeit genannt. Darin kamen Millionen Menschen ums Leben. Allein für diese 2000 Kilometer lange Straße starben Zehntausende. Jakutien ist die größte Region Sibiriens und die kälteste bewohnte Region der Erde. Im Winter wird es kälter als minus 60 Grad. Im Winter ist es schwer, einen Toten zu begraben. Dafür muss man die Erde auftauen. Als die Straße gebaut wurde, hat man die Leichen einfach in den entstandenen Graben geworfen. Also die liegen eigentlich noch unter der Straße, die Überreste. Eine geschichtliche Aufarbeitung des Gulag-Systems hat in Russland nie wirklich stattgefunden. Gerade unter Putin werden starke Führer wieder vermehrt propagiert. Eine aktuelle Umfrage in Russland zur bedeutendsten Person der Weltgeschichte ergab: Josef Stalin. Auf den gesamten 1200 Kilometern entdecken wir ganze 2 Mahnmale. Gestiftet nicht vom Staat, sondern von Privatpersonen. Dann erreichen wir das ostsibirische Bergland. Zum ersten Mal sehe ich, wie schön Sibirien sein kann. Wunderschön, aber gefährlich. Ой-ой-ой, смотри. Что случилось там? Как он заснул, наверное? Ага. Просим. Прост. Ну ровно ушел еще, да? Закимарил? Eingeschlafen ist er. Hilft der Rettungsdienst nicht? MCS nicht помогает? Woher soll hier ein Rettungsdienst kommen? Brauche ich irgendwas zu essen oder zu trinken? Kuschet jetzt? Хотите ihr schon? Zu essen habe ich. Na, weiter, удачи. Jetzt. Er hat mir einen Zettel mit Handynummern gegeben, die ich anrufen soll. Wir haben ein Satellitentelefon. Ruf doch gleich jetzt an. Ich habe ihm doch einen Zettel gegeben. Ruf doch selbst an. Erst als er merkt, dass wir kein Geld wollen, nimmt er unser Angebot an. Hallo, привет. Ich bin in den Graben gefahren, eingeschlafen. Ja, ich scheine ganz zu sein. Thank you.
Weißt du, wie viel das in Russland ums Leben kommt pro Jahr? Auf der Straße? Nein. Schätz mal. 2000? 27.000. 27.000? Seine Retter sind 1000 Kilometer entfernt. Das bedeutet auf dieser Straße mindestens 2 Tage. Es gäbe eigentlich einen Dienst, vor allem im Winter, wenn es dann lebensgefährlich ist oder wenn es ganz große Unfälle gibt. Aber für so in Anführungszeichen Kleinigkeiten hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Die Colima Road befindet sich bis heute im Bau. An einigen Stellen muss man immer noch die Fähre nehmen. Wie ist das Leben hier? Normal? Stabil? Wir haben keine Arbeit. Jakutien ist die reichste Gegend. Es soll hier Gold und Edelsteine geben. Im Fernsehen sagen das zumindest alle. Ich bin trotzdem kein Millionär. Aber irgendwelche Kerle kommen hier an und werden Milliardär. Gibt es Konflikte untereinander? Konflikte gibt es sogar zwischen Mann und Frau. Zuerst sagt man, ich liebe dich, und dann will man sich umbringen. Russen machen das so. Ich küsse dich, ich küsse dich, ich bringe dich um. Als Gott die Erde erschuf, schickte er einen Engel mit einem Sack voller Reichtümer über Sibirien. Als dieser Jakutien überflog, wurden ihm vor Kälte die Finger steif und er ließ alles fallen. Aus Zorn über seinen Verlust strafte er diese Region jedoch mit ewigem Winter. Heute gehört Jakutien zu Russland. 6-mal so groß wie Deutschland hat es nur 1 Million Einwohner. Die Menschen, die wir hier treffen, sind überwiegend Jakuten. Russen kamen erst seit der Sowjetzeit. Ist das ein Dorf? Ja, das ist ein Dorf. Da hast du es. Früher war in dem Haus unten eine Gaststätte. Das war vor 20 Jahren. Jetzt ist dort niemand mehr. Und warum? Die landwirtschaftlichen Betriebe sind auseinandergefallen. Die Straße wurde nicht mehr instand gehalten. Es gibt kein fließend Wasser, keine Heizung. Im Winter ist es unmöglich, hier zu leben. Christoph erzählt mir etwas, das für diese Region bezeichnend zu sein scheint. Seit Februar 2017 kann hier jeder Russe 1 Hektar Land bekommen. Gratis, wenn er sich dazu verpflichtet, diesen zu bewirtschaften. Dieses Regierungsprogramm stößt bisher aber nur auf geringes Interesse. Ich interessiere mich für das Leben in ganz Sibirien. Bei der Vorbereitung auf diesen Film bin ich auf eine Geschichte von 2 Menschen gestoßen, die freiwillig unter besonders harten Umständen leben. Schon vor 2 Monaten reiste ich deshalb das erste Mal überhaupt nach Russland. In die Region Krasnojarsk,
knapp 3000 Kilometer von hier entfernt und doch auch Sibirien. Tief im unendlich scheinenden Wald filmte ich eine kleine dramatische Geschichte. Nur wenig erinnert daran, dass hier noch vor 20 Jahren das Dorf Lokatui stand, mit über 500 Einwohnern, Krankenhaus und Geschäften. Jeder, der hier gelebt hat, erinnert sich an alles und jeden und daran, wie hier gearbeitet wurde. Natürlich ist es manchmal traurig. Ich habe meine ganze Jugend hier verbracht. Das Haus von Anatoli Luzan und seiner Frau Ludmilla ist das einzige, das noch steht. Sie sind die letzten Einwohner von Lokatui. Bei meinem Besuch waren die beiden ziemlich aufgeregt. Enkelsohn Igor wollte zu Besuch kommen und er hätte eigentlich schon längst da sein sollen. Aber es klingelt doch. Ja, schon das fünfte Mal. Wahrscheinlich liegt das Handy irgendwo draußen. Sie kommen nicht so häufig. Die Straßen sind zwar gut, aber es ist eine weite Strecke. Pack alles ein, was deine Mama dir sagt. Ich bringe euch ein Geschenk mit. Nein, das musst du nicht. Du bist unser Geschenk. Igor wohnt im 1,5 Stunden entfernten Städtchen Nischni Ingasch. Sein Onkel soll ihn eigentlich bringen, doch der ist unauffindbar. Genug Zeit also, um den Haushalt zu erledigen. Wie oft kocht ihr auf diese Art? Immer, wenn der Strom ausfällt. Wie oft ist das? Oft. Manchmal eine Woche lang. Für die Hunde kochen wir immer hier draußen. Zumindest fürs Trinkwasser gibt es eine verlässliche Quelle. Allerdings 500 Meter vom Haus entfernt. Ist es schwer? Ich bin es gewohnt. Für einen Mann, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, ist es schwieriger, faul zu sein. Anatoli ist 65 Jahre alt und war Techniker. Seine Frau Ludmila war Gefängnisaufseherin und hat auch schon das Rentenalter von 58 erreicht. Ihre Rente von 250 Euro können sie oftmals gar nicht ausgeben, denn das nächste Dorf ist 11 Kilometer entfernt und sie besitzen kein Auto. Das meiste finden sie im Wald und Garten. Tiere halten sie nicht, das würde Bären anlocken. Ab und zu fahren Angler vorbei oder LKWs auf dem Weg zu einer nahegelegenen Kiesgrube, dem letzten Betrieb in der Gegend. An den gerodeten Flächen kann man erkennen, dass Lokatui noch zu Sowjetzeiten ein Zentrum für Holzwirtschaft war. Es gab auch mehrere landwirtschaftliche Kolchosen. Nach dem Ende der Sowjetunion wurden die Betriebe geschlossen. Nach und nach verschwand die Infrastruktur und mit ihr die Menschen. Immer noch warten auf Igor. Niemand erreichbar. Igor sagt immer, mach Pfannkuchen, die mag ich. Fühlen Sie sich einsam, wenn das Haus leer ist? Ja, dann ist es einsam und langweilig. Vielleicht kommt heute gar niemand mehr.
Um sie herum lebt niemand. Warum ziehen sie nicht weg? Ich liebe die Natur. Wenn ich in der Taiga herumlaufe, habe ich vor niemandem Angst. In der Stadt Krasnojarsk hat mir mal jemand meine Mütze geklaut und mir auf den Kopf geschlagen. Wer soll mir hier in der Taiga etwas tun? Hast du uns vermisst? Ja, und wie? Dich und Oma. Wie gefällt es dir hier? Sehr. Und was gefällt dir besonders? Der Wald. Der Wald und was noch? Alles. Das war mein erster überraschender Eindruck von Sibirien. Sommerlich warm. Eine fast märchenhafte Idylle. Und Menschen, die ihr herausforderndes Leben ganz bewusst so gewählt haben. Wird das gehen? Die Reifen müssen ja gewaschen werden. Colima Road taucht in vielen Top-10-Listen als eine der gefährlichsten Straßen der Welt auf. Sogar Reifentests werden hier durchgeführt. Da kann etwas schamanischer Beistand nicht schaden. Wie viel hast du gegeben? 2 Rubel. Ah, ist doch so viel ist dir das Glück wert. 10 Cent. Wäre ich mal nicht so geizig gewesen. Die erste Raststätte seit Stunden und die vielen Fahrzeuge sind kein gutes Zeichen. Und tatsächlich, wir erfahren, dass 25 Kilometer weiter die ganze Straße weggeschwemmt worden sein soll. Sobald wir die Ferienwohnung erreichen, melden wir uns nochmal. Heute Nacht schaffen wir es nicht mehr. Sergej montiert unseren letzten Ersatzreifen. Dann fahren wir ins Ungewisse. Die Leute haben gesagt, nach 25 Kilometern kommt die weggespülte Stelle. Aber wir sind schon 30 Kilometer gefahren. Entweder haben sie sich bei der Länge geirrt oder wir sind schon vorbei. Wahrscheinlich haben die Wagen da schon zugeschüttet. Okay. Also. Und dann? So wie es aussieht, ist das nichts mit. Im Auto übernachten. Mit Schlafen. Das ist meine Meinung. Wäre auch okay. Honcho вообще хотел выпить. Er hat sich schon gefreut, dass er jetzt ein bisschen Wodka trinken kann. Jetzt muss er halt noch 3-4 Stunden fahren. Oh. Они сказали 20.
Sie haben gesagt 20, wir sind fast 40 gefahren. Sie haben sich verschätzt. Ah, Mist. Hallo? Wie geht's da drüben? Auf dem Weg nach Sassir. Das kann bei jedem Fluss das Gleiche sein, theoretisch. Die Rohre unter der Straße konnten der Strömung nicht standhalten. Es hat sie weggeschwemmt. Und jetzt versuchen wir, eine Durchfahrt zu machen. Wie lange dauert das? Das hängt alles davon ab, wie schnell das Wasser sinkt. Je schneller, desto besser kommen wir voran. Jeder Fluss ist einmalig. Haben Sie gesehen, wie tief der ist? Wir schütten es rein, es wird wieder weggeschwemmt. Dann bleibt die Tiefe genau gleich. Gibt es eine Alternative, das zu umfahren? Nein, dort sieht es noch schlimmer aus. Das passiert jedes Jahr. Einige Orte sind schwach. Man müsste sie verstärken. Dafür bräuchte man Geld. Jetzt baut man die Brücke auf der Krim. Ja, dort wird die Brücke gebaut. Hier haben wir einen Dreck. Solche Brücken. Im besten Fall also nur den ganzen Tag warten. Zumindest hat das Wasser den Höchststand wohl hinter sich. Für unsere Mitwartenden scheint die Situation nicht so außergewöhnlich zu sein. Christoph sagt mir, er habe schon bei seinem letzten Besuch gemerkt, dass die Zeit in Jakutien mit anderen Maßstäben gemessen wird. Sasir ist ein 700-Einwohner-Dorf. Im Umkreis von 200 Kilometern nichts als Taiga, Berge und Flüsse. Hier gehen die Kinder der Rentiernomaden zur Schule und verbringen geschlagene 9 Monate im Jahr getrennt von ihren Familien und ihren Rentierherden. Christopher lebt während der Schulzeit im Haus seiner Cousine. Hier im Dorf ist er schweigsam und redet kaum ein Wort mit mir. Heute steht eine Prüfung in Geschichte an und er ist kein besonders guter Schüler. Welches Land gilt als Wiege der Demokratie? A. Das Römische Reich, B. Griechenland, C. Ägypten oder D. Indien? Die Geschichtslehrerin stellt 6 solcher Fragen. Ob die Nachbarin wohl mehr weiß?
Christopher, wie viele richtige? Eine. Christopher nimmt es gelassen. Erst beim Bilden von Sätzen wird mir klar, wo er mit seinen Gedanken ist. Sobald die Schule zu Ende ist, reise ich sofort zu meinen Rentieren. Nach 12 langen Stunden geht es endlich weiter Richtung Ustnera. Etwas zu überschwänglich. Der Taxifahrer ist ein guter Typ, dass er uns hilft. Das ist selbstverständlich. Ist das nordische Solidarität? Nein, wir nehmen natürlich 600 Euro von euch. Vielleicht ist es bei euch hinter der Grenze anders, aber bei uns hilft man einander. Ich beginne zu verstehen, warum Christoph mir so von der nordischen Solidarität vorgeschwärmt hat. Unser Fahrer Sergej sagt mir, ohne sich gegenseitig zu helfen, hätte man hier draußen keine Chance. Ich habe den Kontakt von einem Fahrer, der uns von Ustnera nach Sassir mitnimmt. Wenn wir dort ankommen, machen wir alles ab. Was es kostet, wann wir fahren und alles. Leninstraße 29. Hier liegt unsere Ferienwohnung. Wir sind in der Goldgräberstadt Ustnera. Mündung der Nera bedeutet dieser Name und die Flüsse führen Hochwasser. Angeblich sieht es bei uns deshalb so aus. Wir wissen nicht, ob es Sinn macht, Richtung Sassir aufzubrechen. Ein längerer Aufenthalt hier ist aber auch keine verlockende Alternative. Unsere einzige Hoffnung ist Vasili, ein Fahrer aus Sassir, der hier zusammen mit seinen Passagieren wohl schon seit 2 Wochen festsitzt. Wir waren schon mal in Sassir zum Filmen, vor 7 Jahren, in der Schule und so. Jetzt wollen wir wieder dorthin, mit Ihnen. Unser Auto, mit dem fahren wir. Sicher? Ja, morgen wahrscheinlich. Oh! Eine Fischerroute hat. Eine Angelroute, wie ihr sagt. Ja, ja, aber dafür hat es noch ein paar Fässer, Räder. Ihr habt noch Platz für uns. Nee, keine Ahnung, wie die da. Also wenn der sagt, es kommen noch 12 sonst mit. Wie lange brauchen wir? 2 Tage oder einen Monat. Alles ist möglich.
Wann fahren wir morgen? Erstmal versuchen wir herauszufinden, ob man durchfahren kann. Dort hinten gibt es Goldgräber. Die wissen es sicher. In den Bergen um Ust-Nera gibt es riesige Goldvorkommen, angeblich noch über 100 Tonnen. Aktuell 7000 Seelen hat das Gold hierher gelockt, in eine eigentlich superreiche Stadt. Sind Sie schon Ihr ganzes Leben hier? Seit 1979. Woher sind Sie gekommen? Ukraine. Ukraine. Wieso von so weit weg? Wegen der Liebe? Nein, wegen des Geldes. Lohnt es sich? Für die Regierung oder für uns? Für Sie. Also, ich habe beinahe mein ganzes Leben hier verbracht und es war nicht wirklich profitabel. Die Rente ist etwas höher als in meiner Heimat und dort ist es dann mehr wert. Man gewöhnt sich daran, man kommt nicht mehr weg von hier. Natürlich ist es kalt und vom Frost wird man müde. Ständig nur Frost. Wir besuchen den Mann, der das Gold abbaut. Man sagte uns, der lokale Oligarch sei Journalisten gegenüber sehr offen und zeigefreudig. Tatsächlich wird uns eine Audienz gewährt. Gehen wir? Der Oligarch heißt Alexander Karas. Viele Internetseiten warnen davor, bei ihm zu arbeiten. Löhne würden nicht ausbezahlt und er sei schon mal im Gefängnis gewesen, weil er als Angestellter einst Gold gestohlen habe. Piotr, gibt es einen Weg nach Sassir? Erkundige dich bitte mal. Ja, ich warte, Piotr. Bevor wir etwas erfahren, lässt der Chef bitten. Kommt jetzt mit. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was wir hier wollen, aber wann trifft man schon mal einen waschechten Oligarchen? Das ist unser Regisseur Dave. Ich rede nur zum Nutzen Russlands. Was heißt das, zum Nutzen? Alles, was im Rahmen unseres Interesses ist, dem des Volkes und des Präsidenten. Der Präsident gibt uns die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Wenn wir mit den Leuten hier reden, sagen die, dass es hier zwar viel Geld gibt, sie aber zu wenig davon bekommen, weil das meiste nach Moskau geht. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Die müssen unnormal sein. Wir arbeiten einfach. Und Moskau muss auch Moskau sein. Es ist die Hauptstadt. Wir helfen auch Studenten, Rentnern, Veteranen und Invaliden. Nicht nur in Moskau. Es geht in alle Regionen. So viele Kinder im Waisenhaus. Wer würde sonst für sie aufkommen? Haben Sie gar nichts zu klagen? Wie kann man sich gegenüber der Heimat beklagen? Ich bin ein Patriot. Ihr seid zu viert, oder? Wir schauen mal, ob wir euch mit dem Hubschrauber dorthin bringen. Wir wollen den Weg dorthin filmen. Unser Regisseur will es so. Woher kommt er? Er ist Deutscher.
Es ist nicht die Nation, die schlecht ist. Es sind immer die Menschen. Bevor wir gehen, liest er uns noch ein Zitat von Josef Goebbels auf seinem Handy vor und sagt uns, wir müssten unbedingt noch seinen Park besichtigen. Die neueste Attraktion ist ein Denkmal für die kleinen grünen Männchen. Christoph sagt mir, dass so die Soldaten genannt werden, welche die Krim eroberten. Gleich hinter dem Park die Hohe Nera und endlich die gewünschten Informationen. Was sagt der, der Polizeichef? Es gibt keine Straße nach Sassir. Inwiefern? Dort gibt es ja allgemein keine Straßen. Es gibt keine Durchfahrt. Der Wasserpegel ist zu hoch. Wenn er hier so hoch ist, dann dort auch. Nein, ihr werdet nie bis dorthin kommen. Der Tag endet stilecht. Stromausfall in der ganzen Stadt. Kennst du den Wetterbericht, Vasili? Es soll wieder regnen und es hat jetzt schon Hochwasser. Ja? Der Verkehrspolizist sagte, man kommt nicht bis Sassir. Ich glaube, vom Wetter her geht es. Wir fahren los. Was machen wir, wenn wir mittendrin sind und das Wasser wieder steigt? Dann machen wir es einfach wieder Kuckuck und warten. Bis das Abenteuer beginnt, müssen wir noch Zeit totschlagen in Ust-Nera. Zumindest gibt es ein Museum, finanziell unterstützt vom Oligarchen. In diesem Raum geht es um die Kolima-Straße. Eine traurige Geschichte. Mein Büro ist genau gegenüber. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu emotional. Ich glaube, ich höre Stöhnen und Geräusche. Auch wenn man mich dafür erschießen würde, nie würde ich nachts ins Museum gehen. Nicht mal mein Hund traut sich nachts her. So eine Anhäufung von Not, so viel Schmerz und all das in einem Raum. Irgendeine Energie ist hier geblieben. Энергетика сохранилась действительно. Bilder von Häftlingen gibt es keine. Es war wohl strikt verboten, sie zu fotografieren. Trotzdem ist hier der erste richtige Gedenkort für die Opfer, den wir sehen. Wie das alles gemeint ist, ist jedoch unklar. Prangt doch der große Stalin prominent über dem Geschehen. Ist darin Stalin schuld oder was? Das kann man nicht auf einen Menschen schieben. Stalin ist Geschichte. Es war eine Epoche. War der Preis nicht zu hoch? Ich habe kein Recht, das zu beurteilen. Vielleicht war der Preis hoch, aber das Resultat zählt. Sagen wir es mal so. Hier, für euch. Die habe ich aus einem verlassenen Haus geholt, damit ihr es bequemer habt. Vasili, ist das zum Schutz? Nein, das ist für die Jagd. Setz dich. Oh.
Wir sind Touristen. Unser Russland. Was, Dave? Nicht filmen. Christoph, wie lange sind wir unterwegs? Wir werden dann auch wieder mal nüchtern. Wichtigste ist einfach unseren Wodka versteckt. Ich weiß, solch eine Reise ist eine einmalige Gelegenheit und doch wäre ich jetzt gerne da oben im Flugzeug. Hitler kaputt. Hitler kaputt. Ich will schöne Natur sehen. Deshalb mache ich diese Reise mit. Es ist ein langer und schwieriger Weg, aber exzellente Natur. At least. Zumindest das. Heute geht es nicht, oder? Wir warten bis morgen um 6 oder bis um 10. Unsere Reisegefährten sind Ewenen, eine kleine Volksgruppe von weniger als 20.000 Menschen mit eigener Sprache. Jeder von ihnen scheint genau zu wissen, wo er anpacken muss. Kommt, es gibt Tee. Nachts hat es hier selbst im Sommer kalte 0 Grad. Wir sind so weit im Norden, dass es nur noch knapp 2 Stunden richtig dunkel wird. Im Morgengrauen wird schmerzhaft deutlich, was noch vor uns liegt. Film den auch. Der Schnarchen, der Superstar. Der hat mich auch gefilmt, dass ich müde war. Auch nach der kurzen Nacht keine wesentliche Veränderung. Weiterfahrt immer noch unmöglich. Von atemberaubender Natur sind wir noch weit entfernt.
Hier haben wohl unsere Bekannten, die Goldgräber, gewütet. Siehst du das Fahrerhäuschen da hinten? Da ist ein Lastwagen umgekippt. Oh, den hat's ja ganz umgedreht. Ein Ural wie unsere. Ja. Und die Leute? Haben sie es geschafft? Ja, sie konnten rechtzeitig springen. Also, sei vorsichtig. Es ist sehr gefährlich. Keine leichte Entscheidung, oder? Wir müssen gut nachdenken. So viele Leute. Kinder, Ausländer. Das wäre ein Skandal. Ja, ein internationaler. Da ist ein Fahrzeug. Der hat es rüber geschafft. Er sagt, wenn dieser hier vorbei ist, ist das Schlimmste durch. Meint er, ja. Und wieso meint er das? Weil da eigentlich theoretisch am meisten Wasser sein müsste, weil dieser Flussteil der unterste ist. Aha. Wenn wir kippen, sollen wir springen. Aber in welche Richtung? Ha? Ich muss mir das Gegengewicht geben. Ich weiß nicht, wie viel Schräge das er noch ausgehalten hat. Vielleicht haben mich meine 100 Kilogramm hier gerettet. Ja, es sind 4 Reifen geplatzt deshalb, aber hier hat es uns gerettet. Leider war die Prognose, was die abnehmende Tiefe der Flüsse angeht, total daneben. Eine Stunde. Gratisflug hätten wir gern. Ja. Gratisflug ist nur für Oligarchen. So geht's dahin, Stunde um Stunde, Fluss um Fluss. Unsere Arche riecht nach Abgasen und Menschlichem. Es ist laut und immer wenn man kurz einnickt, kommt ein besonders großer Stein.
Unsere Mitreisenden nehmen es mit stoischer Gelassenheit. Selbst die Kinder beklagen sich nie. Wie heißen Sie? Uigulana. Wie? Uigulana. Wie lang dauert die Fahrt? Manchmal 3 Tage, manchmal 10. 10 Tage? Ja. Einmal sind wir im Winter bei minus 50 Grad gefahren. Dann ist uns das Lenkrad eingefroren. Wir mussten es mit dem Gasbrenner wieder auftauen. Hatten Sie Angst? Nein, wir sind daran gewöhnt. Eugulana ist Biologiestudentin in Jakutsk und fährt 2-mal im Jahr heim nach Sassir. Sie sagt, im Winter, wenn alle Flüsse vereist sind, könne man auf ihnen fahren und so die gesamte Strecke in 10 Stunden schaffen. Bei meinen Recherchen zu diesem Film bin ich auch auf diese Eisstraßen gestoßen und auf etwas, das noch spektakulärer schien. Ein Pferderennen auf dem gefrorenen Jenissei, dem längsten Fluss Sibiriens. Vor 5 Monaten reiste Christoph deshalb für mich mit der Kamera in die Region Krasnojarsk. Er tauchte ein in eine Welt so rau, wie ich mir Sibirien immer ausgemalt hatte. Abschlusstraining bei minus 20 Grad. Ich weiß nicht, was er hat. Anscheinend versteht er, dass er morgen einen Auftritt hat. Er ist ein wenig aufgeregt. Julia Naumova lebt in Chernozyorsk. Ein aussterbendes Dorf, wie viele in Sibirien. Vor 3 Jahren zog die 26-Jährige aus der Stadt hierher, wegen ihrem Freund Albert und der Pferdefarm seiner Familie. Das sibirische Leben ist ziemlich streng, oder? Naja, wissen Sie, man kann sich an alles gewöhnen, auch an ein strenges Leben. Ich weiß nicht, offenbar ist es wegen der Tiere. Schön, das ist wahre Liebe. Ja, das ist wahre Liebe, nicht nur Arbeit. Man muss sie lieben. Wenn ein Mensch sie nicht liebt, gibt es keine guten Resultate. Morgen müssen die Wettbewerbspferde zum Rennen transportiert werden. Doch Julias Freund Albert hat sibirien-typische Probleme. Die Transporter sind tiefgefroren. Morgen erwarte ich den Sieg. Nur darauf bin ich eingestellt. Man darf seine Ziele nicht zu tief stecken. Jedes Jahr erarbeiten wir uns immer die ersten Plätze. Seit 5 Jahren konnte uns niemand schlagen. Für das Rennen auf dem Eis brauchen die Pferde spezielle Hufeisen mit Spikes. Pferderennen sind ein teures Familienhobby. Die Farm von Alberts Vater finanziert sich hauptsächlich durch Rinderzucht. Ist die Ehre das Wichtigste oder das Geld? Nein, ich denke, es ist die Ehre und die Möglichkeit, seine Pferde zu zeigen. Wir streben danach, noch weiterzukommen. Nicht nur in Sibirien zu bleiben, Russland zu bereisen oder sogar das Ausland. Waren Sie schon mal im Ausland? War ich nicht. Nur in meinen Träumen. Der große Tag bricht an. Doch Julia bleibt im Haus. Das Verladen der Pferde will sie nicht mit ansehen. Okay.
120 Kilometer sibirischer Straße trennen die Farm von Novoselova, wo das Eisderby stattfindet. Im Sommer sieht der riesige Fluss so aus. Im März jeden Jahres findet das Rennen statt. Es reiten Profis und Amateure in unterschiedlichsten Kategorien. Gerade noch rechtzeitig zur wichtigsten Kategorie. Beim Rennen im Meerspenner lenkt Julias Schwiegervater höchstpersönlich. Doch dieses Jahr reicht es nur zum zweiten Platz. Was war? Wir haben verloren. Der kleine Disput wird ohne größere Handgreiflichkeiten beigelegt. Für die Familienehre ist es zu spät. Jetzt geht es um 100 Euro Preisgeld und vor allem darum, sich für höhere Ziele zu präsentieren. Vielleicht ist Julia ihrem nächsten Ziel ein Stückchen näher gekommen. Sie möchte einmal bei Putins Präsidentencup in Moskau teilnehmen. Ja, wenn wir dieses Ziel erreichen, steht uns nichts mehr im Weg. Liegt das im Bereich des Möglichen? Es gibt nichts Unmögliches, alles ist möglich. Wo geht's nach Sassir? Gibt es einen Weg? Nein, der Regen hat alles weggespült. Jetzt ist die Straße da, wo ich fahre. Ab und zu finden wir einen Wimpel, der die eigentliche Route anzeigt. Dann geht es für einen kurzen Moment flott voran. Dann wieder quälend langsam.
Wir befinden uns irgendwo im Niemandsland zwischen gleich da und unendlich weit weg. Informationen will oder kann uns keiner geben. Solch ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Verlorenheit kannte ich bisher nicht. Radikale Entschleunigung. Beunruhigend, aber auch faszinierend. Der Elch hängt. Die nervöse Unruhe auf der Ladefläche erschwert das Zielen. Weidmanns Glück. Der angeschossene Elch flieht ausgerechnet über die einzige Schneefläche weit und breit. Nehmt ihr das ganze Fleisch mit? Ja, klar. Fährt das Fleisch bei uns mit? Passagier. Ja, mein neuer Passagier. Was fühlen Sie, wenn Sie das sehen? Es tut mir schon leid, aber es wäre eine Sünde, sich zu beschweren. Man sollte dankbar sein. Das ist ein Geschenk der Natur. Was bedeutet das Tier für Sie? Das ist zusätzliches Fleisch. Im Sommer essen wir oft nur Dosenfleisch. Das ist Frischfleisch. Eine Freude. Was ist denn Ihr Lieblingsstück? Suppe aus den Rippen und die Nieren gebraten. Nun, dein Eindruck? Ha? Das wilde Sibirien. Ja. Mit dem Fahrtwind wird es ja hoffentlich nicht mehr so riechen. Trotz allem beeindruckend, wie Frauen, Männer und Kinder genau wissen, was zu tun ist. Eigentlich wäre das ja ganz lustig, würden wir nicht geschlagene 6 Stunden mit einem Elch unter diesem Dach stecken. Musik
erhabene Größe und die Unberührtheit dieser Landschaft entschädigen für die Strapazen dieser Reise. Man spürt, dass dieser Ort etwas Besonderes ist. Hier ist das Tor zum Nationalpark MoMa. Wo ist Sassir? Hier. Und hier ist dann die Rentierherde. Sassir ist schön, aber sehr abgelegen. Ja, etwas weit. Die Jungen ziehen weg. Sie machen Ausbildungen in der Stadt. Sie haben 5 Kinder? Der Mittlere sagt, nach der 8. Klasse kommt er zu meiner Herde. Wir lassen sie in die Stadt, zum Studieren. Vielleicht sollte ich sie nicht gehen lassen. Hier ist es doch viel besser. Wir sind kurz vor einem Nomadenlager, wo wir übernachten können. Von dort, sagt man uns, sei es vielleicht noch ein Tag bis Sassir. Viele der Mitreisenden haben Verwandte in diesem Lager. Auch einige Geschwister von Oigulana leben hier. Wie komplett anders das Leben in dieser Welt doch funktioniert. Ich bin froh, endlich mit einem Tee im Warmen zu sitzen. Doch Oigulana nutzt die kurze Zeit bis zur Weiterreise für einen Ausritt. In einem anderen Lager, 15 Kilometer weiter, sind noch mehr Verwandte von ihr. Wie sieht es aus? Wir müssen außen rumfahren. Frühjahr, nach 9 Monaten Schule in Sassir, darf Christopher endlich heim zu seiner Herde. Eine Fahrt, die selbst für Fahrer Viktor mit seinem Westerhut eine Herausforderung ist. Nach über 12 Stunden muss noch der letzte Pass bezwungen werden. Für die Passagiere ist dieser kleine Sieg über die Natur ein guter Grund, den Geistern des Waldes ein Opfer zu bringen. Für die Ewenen ist die Passhöhe ein heiliger Ort. Selbst der russischstämmige Fahrer Viktor glaubt an die Macht der Geister. Oh, Geld. 2 Rubel.
Gott hat hier eine andere Form. Er ist in der Natur. Ich glaube, der da oben ist zu weit weg von hier, um uns hören zu können. Jegor, schau mal dort hinten. Dann endlich der Moment, auf den Christopher so lange gewartet hat. Das Wiedersehen mit seiner Familie. Zuerst begrüßt ihn sein Vater Dimitri, dann seine Mutter Jekaterina. Selbst bei den sonst so zurückhaltenden Iwenen kann man die Freude hier und da spüren. Sasir ist zum Greifen nah, doch noch brauchen wir Geduld. Der letzte Fluss, Moma, ist so tief, dass Vasili nicht mit Passagieren durchfahren will. Zum Glück gibt es hier wieder Handyempfang. Ein Boot wurde gerufen. Gut organisiert sind sie hier am Ende der Welt. Ein weiterer Lastwagen ist aus Sasir gekommen, falls etwas schief geht. Das Drehmaterial, meinen Pass und mein Visum habe ich bei mir. Alles andere ist noch auf der Ladefläche. Jetzt scheinen es sogar die Iwenen eilig zu haben, endlich nach Hause zu kommen. Bei Sonnenaufgang, morgens um 2, erreichen wir Sasir. Oh, alles da. Zuerst verlässt uns die mittlerweile nüchterne Familie. Und wie war die Reise? Wir sind daran gewöhnt, wir reisen oft. Wann ist die nächste Reise? Von mir aus schon morgen. Kanalisation gibt es in Sasir nicht. Doch es gibt die Banya, eine Art Sauna zum Waschen. Eine Wohltat nach 4 Tagen auf der Ladefläche. Sasir ist einer der entlegensten Orte, an dem Menschen in Russland leben. Einst wurde das Dorf gegründet, um die Nomaden sesshaft zu machen. Mit dem Ende der Sowjetunion wurde die finanzielle Unterstützung weniger. Der Ort verlor immer mehr an Bedeutung. Korrespondent Christoph scheint hier am Rande der Zivilisation ganz in seinem Element zu sein. Auch ich würde gerne ein paar Tage hier ausspannen, doch wir müssen weiter. Zu den Rentiernomaden in den Bergen. Unsere einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen, ist Christophs alter Bekannter Viktor mit seinem Vezdehod. Doch man sagt uns, er fahre nicht mehr. Hallo Europa. Europa.
Erinnern Sie sich an mich? Natürlich, Christoph. Du bist nur ein bisschen älter geworden. Hat dich Sasir wieder? Ja, es ist wie ein Sumpf und lässt dich nicht mehr los. Möchtet ihr wieder zu den Rentieren? Das hängt jetzt von Ihnen ab. Fahren Sie nicht mehr Westerhout? Doch. Es gibt das Gerücht, man könne sie nicht mehr dazu überreden. Das ging um diese Geologen. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, wie es ihnen geht. Ich will nicht sagen gut. Im Winter hatte ich 3 Operationen. Aber im Sommer arbeite ich jetzt als Goldwäscher. Ehrlich, mit Erfolg? Ja, in den Bergen gibt es überall Gold. Viktor verbringt den ganzen Sommer in den Bergen und er sei gesund genug, um Westerhout zu fahren. Die Geologen habe er aus einem anderen Grund nicht transportiert. Im Dorf geht die Angst um, die großen Goldunternehmen könnten kommen und Sasir ausradieren. Es wird sogar von einer Initiative gesprochen, die das Dorf als UNESCO-Kulturerbe schützen lassen will. Und schon das nächste Problemchen. Wir sind hinten zu leicht, um in diesem Sumpf voranzukommen. Nochmal kurz die Kette flicken, dann besorgen wir den nötigen Ballast. Viktor ist der Typ wortkarger Tiger Clint Eastwood. Gibt es ein Problem, denkt er im Stillen nach und dann macht er garantiert etwas Krasses. Wissen, dass es das noch gibt. Einfach Orte, wo die Zeit irgendwie relativ richtig ist. Also, wo du einfach auch nicht pünktlich sein kannst.
weil er einfach nicht weiß, was geschieht. Irgendwie, das hat was für sich. Diese Lebensweise zu sehen, berührt auch mich. Irgendwo ganz tief drin. Beinahe finde ich es schade, dass mittlerweile auch hier jeder ein Handy besitzt. Ich weiß, es ist ein romantischer Wunsch, der mir eigentlich gar nicht zusteht. Doch ich fände es schön, wenn der Nomadenjunge Chris davor immer noch so naturverbunden ist, wie in Christophs Erzählungen. Geh einfach. Wie geht es euch? Gut, unser Sohn ist erwachsen geworden. Ist da Luft drin oder sind die echt? Die sind echt. Kommen Sie rein, Ihnen ist sicher kalt. Ja, wir sind 13 Stunden gefahren. Schau mal. In welcher Klasse warst du damals? In der 5. Wie alt bist du jetzt? 17. Wir erfahren, dass Christopher auch heute nur im Sommer bei den Rentieren und seiner Familie lebt. Er wohnt jetzt in der Stadt Jakutsk und macht dort eine Ausbildung als Baggerfahrer. Haben Sie geweint, als er in die Hauptstadt ging? Wir weinen nicht. Aber wir haben darauf gehofft, dass er alles richtig macht. Er wohnt ja die meiste Zeit allein. Wieso ist er schon nach der 9. Klasse weg? Er wollte es so. Jetzt hat er die 11. Klasse erfolgreich abgeschlossen. Er hat gute Noten, es war sein Wunsch. Jetzt noch ein Jahr, dann kann ich in die Armee. Точно, да? Хочешь? Wieso? Ich will selbst, dort, wo sie mich nehmen. Nach der Armee bekommt man leichter eine Arbeit. Wie gefällt es dir in der Stadt? Ganz okay, ich habe mich daran gewöhnt. Große Reden schwingt Chris davor immer noch nicht. Noch eine gemütliche Nacht im Nomadenzelt, dann sehe auch ich endlich Rentiere. Jeden Morgen werden sie von ihren Weiden in den Bergen ins Lager geholt. Die Rentiere ernähren sich von diesem Kraut, das Jagel heißt. Eine Woche dauert es, bis die Weiden abgefressen sind. Dann zieht das gesamte Lager weiter. Rentiere hat Christophors Familie. Die Nomaden produzieren Fleisch und Fell. Der Export von hier ist allerdings beinahe unmöglich. Sie leben hauptsächlich von staatlichen Subventionen. Heute ist Medizintag.
Chris davor scheint ganz in seinem Element zu sein. Dennoch konnte er sich noch nicht entscheiden, ob seine Zukunft in der Stadt oder bei den Rentieren liegt. Was fehlt dir, wenn du in Jakutsk bist? Das habe ich doch gestern schon gesagt. Dann nochmal. Die Berge, die Natur, die Rentiere. Wir werden die Rentiere auch vermissen. Sie sind extrem zutraulich und sie lieben Salz. Christophors Eltern haben erkannt, welch positiven Effekt der Kontakt mit diesen Tieren haben kann. Seit 20 Jahren laden sie Waisenkinder oder Kinder aus Problemfamilien dazu ein, den Sommer hier zu verbringen. Den Kindern tut der Aufenthalt sichtlich gut. Bist du der Gewinner? Unser Ziel war, dass die Kinder Rentierzüchter bleiben wollen. Wir mussten feststellen, dass die Jungen das nicht wollen. Die Kinder, die im Sommer hier waren, werden erwachsen. Sie gehen in die Armee oder heiraten. Manche machen eine Ausbildung und wollen nicht hierher. In den Ferien kommen sie gerne. Sie erinnern sich manchmal und rufen an. Das freut uns. Leider ist unser Aufenthalt wegen der langen Anreise viel zu kurz. Vielleicht ist der Teenager Chris davor ganz froh, wenn diese Fragensteller endlich wieder weg sind. Ich jedenfalls bin beeindruckt, wie offen wir hier empfangen wurden. Ich weiß nicht, ob es die Menschen sind, die Rentiere, die Landschaft oder doch nur die Erschöpfung. Irgendetwas scheint dieser Ort mit seinen Besuchern zu machen. Das ist nur der Wind. Und dann erlebe auch ich meinen sibirischen Moment. Strapazen werden schnell vergessen sein. Vorsichtshalber investiere ich 2 Rubel. Nicht ganz ausgeschlossen, dass auch ich nochmal nach Sibirien komme. Den Nomaden wünsche ich, dass sie dann immer noch so leben können wie jetzt.